Demigais. ZM-Klassifizierung XXXX. Der Demigais findet sich im fernen Osten, wenn auch unter größten Schwierigkeiten, denn dieses Tierwesen kann sich bei Gefahr unsichtbar machen und wird nur von erfahrenen Demigais-Fängern erkannt. Der Demigais ist ein friedliches, pflanzenfressendes Tierwesen, das äußerlich einem anmutigen Affen ähnelt, mit großen, schwarzen, traurig blickenden Augen, die gern auch unter seinem Haar verborgen sind. Der ganze Körper ist mit langem, feinem, silbrig-seidenem Haar bewachsen. Demigais-Pelze stehen hoch im Kurs, weil das Haar in Tarnumhänge eingewoben werden kann. Diricol, ZM-Klassifizierung XX. Der Diricol stammt aus Mauritius. Dieser plumpe Vogel mit seinem flaumigen Federkleid kann zwar nicht fliegen, bemerkenswert jedoch ist, auf welche Weise er Gefahren entflieht. Er kann in einem Federbausch verschwinden und an einem anderen Ort wieder auftauchen. Auch der Phönix besitzt diese Fähigkeit. Siehe dort. Interessanterweise wussten die Muggel einst durchaus um die Existenz der Diricol, wenn auch unter der Bezeichnung Dodo oder Dronte. Weil die Muggel jedoch nicht wissen, dass der Diricol nach Lust und Laune verschwinden kann, glauben sie, sie hätten diese Art schon lange ausgerottet. Da dies offenbar dazu geführt hat, dass sich die Muggel deutlicher der Gefahren bewusst wurden, welche die wahllose Tötung ihrer Mitgeschöpfe heraufbeschwört, hat die Internationale Zauberervereinigung es nie für erforderlich gehalten, die Muggel darüber aufzuklären, dass es immer noch Diricol gibt. Doxy, gelegentlich auch als Beißvieh bezeichnet. ZM-Klassifizierung XXX. Die Doxy wird häufig fälschlicherweise für eine Fee gehalten, ist jedoch eine ganz eigenständige Art. Wie die Fee ist sie von kleiner menschlicher Gestalt, doch ist sie mit dichtem schwarzen Haar bewachsen und besitzt je ein zusätzliches Paar Arme und Beine. Die Flügel der Doxy sind dick, gekrümmt und glänzend, ganz ähnlich denen eines Käfers. Die Doxy zieht kühles Klima vor und findet sich in weiten Teilen Nordeuropas und Nordamerikas. Sie legt bis zu 500 Eier auf einmal und vergräbt sie. Die Eier sind in 2 bis 3 Wochen ausgebrütet. Doxys haben in Doppelreihen angeordnete, scharfe, giftige Zähne. Bei einem Biss sollte ein Gegengift eingenommen werden. Drache, ZM-Klassifizierung XXXXX. Das wohl gefährlichste aller magischen Tierwesen ist zugleich äußerst schwer zu verbergen. Das Drachenweibchen ist im Allgemeinen größer und angriffslustiger als das Männchen, doch ist bei beiden äußerste Vorsicht geboten und nur sehr geschickte und entsprechend ausgebildete Zauberer sollten sich einem Drachen nähern. Haut, Blut, Herz, Leber und Horn der Drachen besitzen immense magische Kräfte und Dracheneier gelten als nicht verkäufliche Güter der Klasse A. Es gibt 10 Drachenrassen, die sich bekanntlich manchmal auch kreuzen und seltene Mischlinge hervorbringen. Hier seien die reinrassigen Drachen genannt. Antipodisches Opalauge. Das Opalauge stammt aus Neuseeland, wandert jedoch, wie wir wissen, auch nach Australien aus, wenn der Lebensraum in seinem Ursprungsland knapp wird. Für einen Drachen ungewöhnlich haust er nicht in den Bergen, sondern in Tälern. Er ist von mittlerer Größe und 2 bis 3 Tonnen schwer. Diese vielleicht schönste Drachenrasse hat schillernde, perlmutterartige Schuppen und buntfarbene, pupillenlose Augen, von denen er seinen Namen hat. Dieser Drache erzeugt eine sehr leuchtkräftige scharlachrote Flamme, doch verglichen mit anderen Drachen ist er nicht besonders aggressiv und tötet selten, wenn er nicht hungrig ist. Als Nahrung bevorzugt er Schafe, obwohl aktenkundig ist, dass er gelegentlich auch größere Beutetiere angreift. In den späten 70er Jahren kam es zu einer Massentötung von Kängurus, die man einem männlichen Opalauge zugeschrieben hat, das von einem herrschsüchtigen Weibchen aus seinem Stammland vertrieben worden war. Die Eier des Opalauges sind blassgrau und können von arglosen Muggeln mit Fossilien verwechselt werden. Chinesischer Feuerball,
gelegentlich auch Löwendrache genannt. Der einzige Drache des Orients ist von besonders auffälliger Erscheinung. Er ist scharlachrot und glattschuppig und um sein Gesicht mit der gedrungenen Schnauze und den stark hervortretenden Augen windet sich ein Kranz aus goldenen Stacheln. Der Feuerball verdankt seinen Namen der pilzförmigen Flamme, die er aus den Nüstern bläst, wenn er gereizt wird. Das Männchen erreicht ein Gewicht von 2 Tonnen, das größere Weibchen bis zu 4 Tonnen. Die Eier sind leuchtend scharlachrot, durchsetzt mit goldenen Flecken, und die Schalen sind in der chinesischen Zauberei als Zutat höchst begehrt. Der Feuerball ist zwar angriffslustig, gegenüber seinen Artgenossen jedoch vergleichsweise geduldsam, sodass er gelegentlich bis zu 2 anderen Drachen gestattet, mit ihm auf seinem Territorium zu leben. Der Feuerball frisst die meisten Säugetiere, zieht jedoch Schweine und Menschen vor. Gemeiner walisischer Grünling. Der walisische Grünling harmoniert farblich gut mit den saftigen Wiesen seiner Heimat, haust jedoch im höheren Bergland, wo ein Schutzgebiet für ihn eingerichtet wurde. Trotz des Ilfracombe-Zwischenfalls, siehe Einführung, bereitet diese Rasse vergleichsweise wenig Probleme, da sie sich vor allem von Schafen ernährt und Menschen aus eigenem Antrieb vermeidet, sofern sie nicht gereizt wird. Der walisische Grünling ist an seinem überraschend melodiösen Brüllen leicht zu erkennen. Sein Feuer speit er in grünen Strahlen. Die Augen des walisischen Grünlings sind erdbraun mit grünen Sprenkeln. Norwegischer Stachelbuckel. Baby Norbert! Der norwegische Stachelbuckel ähnelt weitgehend dem Hornschwanz. Doch anstelle der Schwanzstacheln besitzt er einen scharf ausgeprägten pechschwarzen Stachelkamm auf dem Rücken. Von dieser gegen ihre eigenen Artgenossen besonders aggressiven Drachenrasse finden sich heute nur noch wenige Exemplare. Es ist bekannt, dass er die meisten Arten von Landsäugetieren angreift und sich auch für einen Drachen ungewöhnlich von Wassertieren ernährt. Einem unbestätigten Bericht zufolge hat ein Stachelbuckel im Jahr 1802 vor der Küste Norwegens einen jungen Wal gerissen und davongetragen. Die Eier des Stachelbuckels sind schwarz. Die Jungen erlernen das Feuerspeien früher als die anderen Rassen. Peruanischer Viperzahn. Dieser kleinste aller bekannten Drachen ist der schnellste Flieger. Der Viperzahn wird nur etwa 5 Meter lang, ist glattschuppig und kupferfarben mit schwarzer Kammmusterung. Die Hörner sind kurz, die Fangzähne sind besonders giftig. Der Viperzahn ernährt sich gern von Ziegen und Kühen, hat jedoch eine solche Vorliebe für Menschen, dass die Internationale Zauberervereinigung im 19. Jahrhundert dazu gezwungen war, Jäger auszuschicken, um die alarmierend schnell gewachsene Viperzahnpopulation einzudämmen. Rumänisches Langhorn. Das Langhorn hat dunkelgrüne Schuppen und lange, golden glitzernde Hörner, mit denen es seine Beute aufspießt, bevor er sie röstet. Zu Pulver gemahlen gelten die Hörner als wertvolle Zutat für Zaubertränke. Das Ursprungsgebiet des Langhorns ist heute das weltwichtigste Drachenreservat, in dem Zauberer aus aller Herren Länder eine Vielfalt von Drachen aus nächster Nähe studieren können. Das Langhorn wurde über längere Zeit intensiv gezüchtet, da die Population in den letzten Jahren wegen des Handels mit den Hörnern beträchtlich geschrumpft war. Heute gelten sie als verkäufliche Güter der Klasse B. Schwarzer Hebride. Der andere in Britannien heimische Drache ist aggressiver als sein walisischer Artgenosse. Ein einziger Hebride kann ein Territorium von immerhin 250 Quadratkilometern für sich beanspruchen. Bis zu 10 Meter lang und rauschuppig hat der schwarze Hebride leuchtend purpurrote Augen und eine flache, doch rasiermesserscharfe Kammlinie auf dem Rücken. Sein Schwanz läuft in einem pfeilscharfen Stachel aus und die Flügel ähneln denen einer Fledermaus. Der schwarze Hebride ernährt sich überwiegend von Wild,
auch wenn es gelegentlich vorkommt, dass er große Hunde und sogar Rinder reißt und davonträgt. Der Zaubererclan der McFustys, seit Jahrhunderten auf den Hebriden ansässig, trägt traditionell die Verantwortung für Hege und Pflege seiner einheimischen Drachen. Schwedischer Kurzschnäuzler. Der schwedische Kurzschnäuzler ist ein ansehnlicher silberblauer Drache, dessen Haut für die Herstellung von Schutzhandschuhen und Schildern stark begehrt ist. Die Flamme, die er aus den Nüstern stößt, ist von leuchtendem Blau und kann Holz und Knochen innerhalb von Sekunden in Asche verwandeln. Der Kurzschnäuzler hat weniger Menschen auf dem Kerbholz als die meisten Drachen. Doch da er bevorzugt in wilden und unbewohnten Bergregionen haust, kann man ihm dies nicht unbedingt zugutehalten. Ukrainischer Eisenbauch. Der Eisenbauch, die größte Drachenrasse, kann einigen Berichten zufolge bis zu 6 Tonnen schwer werden. Obwohl von rundlicher Gestalt und im Flug langsamer als der Viperzahn oder das Langhorn, ist der Eisenbauch dennoch extrem gefährlich. So kann er ganze Siedlungen, auf denen er landet, dem Boden gleich machen. Die Schuppen sind metallgrau und die Augen tiefrot und die Klauen besonders lang und fürchterlich. Die Eisenbäuche werden von den ukrainischen Zaubereibehörden rund um die Uhr bewacht, seit einer von ihnen im Jahr 1799 ein Segelschiff aus dem Schwarzen Meer davongetragen hat. Ungarischer Hornschwanz. Die wohl gefährlichste aller Drachenrassen, stimmt genau, hat schwarze Schuppen und ist von echsenähnlicher Erscheinung. Der Hornschwanz hat gelbe Augen, bronzene Hörner und ebenfalls bronzene Stacheln, die aus einem langen Schwanz ragen. Seine Feuerspeiweite ist eine der längsten überhaupt, bis zu 15 Meter. Die Eier sind zementfarben und von besonders harter Schale. Die Jungen durchschlagen sie mit ihren Schwänzen, deren Stachel schon bei der Geburt gut entwickelt ist. Der ungarische Hornschwanz ernährt sich von Ziegen, Schafen und, wenn gerade greifbar, auch von Menschen. Einhorn, ZM-Klassifizierung XXXX. Das Einhorn ist ein wunderschönes Tierwesen, das überall in den Wäldern Nordeuropas vorkommt. Ausgewachsen ist es ein makellos weißes, gehörntes Pferd, während die Fohlen zunächst golden sind und vor der Reife silbern werden. Horn, Blut und Haare des Einhorns besitzen starke magische Eigenschaften. Im Allgemeinen meidet es den Kontakt mit Menschen. Und wenn es doch dazu kommt, lässt es eher eine Hexe als einen Zauberer näher treten. Es ist sehr schnell und damit schwer zu fangen. Erkling, ZM-Klassifizierung XXXX. Der Erkling, ein elfenhaftes Geschöpf, stammt ursprünglich aus dem Schwarzwald. Er ist größer als ein Gnom, hat ein spitzes Gesicht und ein überdrehtes, gackerndes Lachen, das besonders Kinder in Verzückung versetzt, die er von ihren Eltern weglockt und frisst. Strenge Kontrollen des deutschen Zaubereiministeriums haben jedoch dazu geführt, dass die Erklingangriffe im Laufe der letzten Jahrhunderte drastisch zurückgegangen sind. Der letzte bekannte Erklingangriff, der auf den 6-jährigen Zauberer Bruno Schmidt, führte zum Tod des Erklings, als jung Bruno ihm mit dem faltbaren Kessel seines Vaters einen beherzten Schlag auf den Schädel verpasste. Erumpent, ZM-Klassifizierung XXXX. Der Erumpent ist ein großes, graues afrikanisches Tierwesen von erstaunlicher Kraft. Er wiegt bis zu 1 Tonne und kann aus der Ferne für ein Rhinoceros gehalten werden. Seine dicke Haut lässt die meisten Zauber und Flüche ableiten. Er hat einen langen, seilartigen Schwanz und ein großes, scharfes Horn auf der Nase. Erubmens gebären je 1 Kalb pro Wurf. Der Erubment greift nicht an, außer wenn er aufs Blut gereizt wird, doch dann sind die Folgen meist katastrophal.
Das Horn des Erubmens kann alles von Haut bis zu Metall durchstoßen und enthält eine todbringende Flüssigkeit, die alles, in das sie eindringt, explodieren lässt. Die Erubmentherden sind recht klein, da die Männchen sich während der Brunftzeit gegenseitig in die Luft zu jagen pflegen. Afrikanische Zauberer behandeln die Erubmens mit großer Vorsicht. Hörner, Schwänze und das explosive Sekret der Erubmens finden in Zaubertränken Verwendung, unterliegen jedoch als verkäufliche Güter der Klasse B aufgrund ihrer Gefährlichkeit strengen Kontrollen.